Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria! Herr Simon Sommer hier bei mir. 2:0 Sieg hier bei Wattens. Deiner Meinung nach ein verdienter Sieg? Ja, ich glaube, dass wir im gesamten Spiel immer die bessere Mannschaft waren. Vielleicht eine Druckphase in der zweiten Halbzeit von Wattens, aber die haben eigentlich gut überstanden und haben wir nicht viel zulassen hinten. Trotz der Verletzungen heute wieder, Fabio Strauß wieder verletzt, du hast dann in die Mitte rücken müssen. War das für dich eine große Umstellung oder nicht so schwer für dich? Ja, in der Mitte habe ich eigentlich noch nie gespielt. Zum Glück ist mir das gut gelungen hinten und haben wir kein Tor zum Glück gekriegt. Für den Fabio ist es natürlich schade, dass er sich wieder verletzt hat. Ich glaube, dass wieder das Gleiche ist, wie es schon war. Und ja, jetzt müssen wir einfach weiterschauen und die Verletzten kompensieren und dann passt es. Wir sind jetzt 6 Punkte vorne, eine gute Ausgangsposition. Da kann man schön in die Winterpause gehen, oder? Ja, ich glaube, dass wir uns das alle verdient haben nach der super Saison, was wir spielen. Immer noch ungeschlagen und jetzt haben wir Wattens angeschlagen. Ich glaube, die erste Heimniederlage für sie. Und jetzt lassen wir uns bei der Einstandsfeier feiern. Also du sagst heute noch Einstandsfeier, also wird noch angestoßen heute? Ja, jetzt gibt es dann die dritte Halbzeit und auf die freuen wir uns alle, glaube ich. Super, Gratulation zum Sieg. Danke. Jetzt, ernst? Ich habe vorher schon mit Simon Sommer gesprochen, heute leider viel verletzt, Umstellung in der Startformation. Wie schwer war es für dich, wieder auf der Position der Nummer 6 zu spielen? Ich muss einmal ein Lob der ganzen Mannschaft aussprechen. Die Spieler, die was heute am Platz gestanden sind, die haben einfach eins bewiesen und das heißt, dass wir sehr, sehr wichtige Spieler, wie es du bist, wie es der Berli ist, wie es der Nico ist, wie es der Elias ist, der Fabio, der was verletzt gewesen ist, die was wir ersetzt haben und das zeigt einfach eins, was uns der Trainer wirklich eingeimpft hat, was speziell für Spieler, die was sonst immer gewohnt sind, dass sie fix spielen. Oft einmal schwer zum Verstehen ist, aber wir haben halt das eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass egal auf was für einer Position, wenn man halt Herz, Leidenschaft in die Waagschale wirft und das soll Austria Salzburg eben auch auszeichnen, dann können wir gegen jeden bestehen. Ja, die Spieler, die was von jetzt von der Ersatzbank gekommen sind, sagtest du, dass sie haben gut gespielt. Ist das auch eines unserer Stärken, dass wir auf der Bank dann immer noch wen haben, der noch zulegen kann? Ja, wir haben irrsinnig hohe Trainingsqualität. Und da sind genau die Spieler verantwortlich, die was eventuell wahrscheinlich nicht jede Woche 90 Minuten auf dem Platz stehen, aber die haben heute eindrucksvoll alle bewiesen. Der Felix, der Husbeck, der was reingekommen ist in einer Top-Partie, Erster gegen Zweiter, der was das hervorragend Tor gespielt hat, der Simon Sommer, der was eine Saison spielt, die was überragend ist, egal auf was für eine Position, dass man einsetzt. Es stimmt mir einfach so positiv das Ganze und es zeigt einfach eins, egal was passieren sollte, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft da, wenn es ist, eine Liga weiter oben. Nochmal zur ersten Frage, du spielst heute auf der Nummer 6. Wie schwer war es für dich, die Umstellung von Innenverteidiger zu Mittelfeldspieler? Nein, es war nicht so schwierig. Ich habe es im Training geübt. Der Trainer hat mir meine Aufgabe mitgeteilt und ich glaube, dass es ganz gut funktioniert hat. Und ich bin ein Spieler, der was auf die Positionen spielt, wo er eingesetzt wird. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe es in der Jugend öfters gespielt, aber ja, da gibt es sicher andere Spieler, die was auf der Position sonst zum Zug kommen. Super, danke und Gratulation zum Sieg. Ja, Stefan Ebner, heute 2:0 Sieg gegen den zweitplatzierten Wattens. Wie schön war es heute hier zu gewinnen? Ja, ein Sieg ist immer schön. Natürlich gegen einen zweiten, wenn du gewinnst und einen Vorsprung wieder ausbauen kannst, ist natürlich umso schöner. Vor allem, weil wir da letztes Jahr, glaube ich, eine schöne Tätschen gekriegt haben und da haben wir uns heute sicher revanchiert. Wattens ist ja nicht oft vor das Tor gekommen, aber in einer Szene hast du ja unglaublich gehalten. Eigentlich schon in der falschen Ecke und dann mit dem Fuß noch. Wie kannst du dir das erklären? War das eine Blitzreaktion oder wie war das? Nein, ich hab eigentlich, der ist ziemlich allein vom Tor gestanden und ich habe mir gedacht, wenn er ins rechte Eck schießt, muss ich wegspringen. Und er hat ihn dann eigentlich mitten aufs Tor gebracht und ich habe eigentlich am Ball noch, ich war mit den Füßen ziemlich hoch und habe mir noch gedacht, ja, jetzt muss ich nicht mit dem Fuß raushauen. Ich meine, dass das noch so gelungen ist, war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen habe können. Weil das hätten wir uns heute einfach nicht verdient, dass wir da vielleicht nur in den Schwimmer kommen. Und so haben wir den Sieg eigentlich ganz trocken heimgefahren dann. Wir sind jetzt doch 6 Punkte vorne. Was heißt das jetzt für die nächsten Spiele? Ist das schon sicher, dass wir da oben bleiben? Oder wie siehst du die nächsten Spiele jetzt noch? Na, sicher ist gar nichts. Wir müssen nur konzentriert weiterarbeiten. Und wir haben jetzt, glaube ich, nur 16 Partien, was wir noch spielen müssen. Und da müssen wir immer an unsere Leistungsgrenze gehen und dann bin ich guter Dinge. Aber wir dürfen natürlich nicht nachlassen und glauben auf die 6 Punkte, dass wir uns jetzt ausruhen können. Aber ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft das nicht tut. Und
und wir sicher da Erster werden, wenn wir so weiterspielen. Super, Gratulation zum Sieg, Stefan. Ja, heute die Vorzeichen ja nicht ganz so gut gestanden mit vielen Verletzten, ein Gesperrter mit Nico Meyer. Wie schwierig war es heute für das Trainerteam, eine passende Mannschaft für das heutige Spitzenspiel zusammenzustellen? Ich glaube, es war nicht so schwierig. Wir haben einen breit aufgestellten Kader. Es drängen sich auch die Leute aus der zweiten Reihe jedes Training auf, das spielen dürfen und sie wollen auch spielen. Und man hat gesehen, es ist nicht wirklich ein Qualitätsverlust gewesen. Sie haben sich, die was gespielt haben, haben genau die Aufgaben erfüllt, was wir für ihnen erwartet haben. Und somit ist ein recht souveräner 2:0-Sieg hier in Wartens zustande gekommen. Ja, nicht nur die Vorzeichen waren schlecht, auch zu Beginn des Spiels Fabio Strauß wieder verletzt. Wie schwer, kann man jetzt noch nicht sagen. Also Simon Sommer hat das dann wirklich gut gemacht. Das zeigt auch, dass die Spieler auch intelligent sind und mehrere Positionen spielen können. Ja, ich glaube, wir haben nicht nur fußballerisch gute Spieler, sondern auch Spieler, die was intelligent sind, dass auf eine gewisse Aktion reagieren können. Und somit hat der Simon auch mit der Umstellung, dass er dann im Zentrum spielt, überhaupt keine Probleme gehabt. Und meiner Meinung nach hat er es auch souverän gelöst und auch das Spiel nach vorne dann sehr gut gestaltet. Wie war das Spiel allgemein für dich? Wir haben doch 2:0 gewonnen. Hätte zum Schluss vielleicht auch 3:0 ausgehen können. War das auch dementsprechend so das Spiel oder hätte es auch anders ausgehen können? Ja, ich glaube, dass der erste Teil von der ersten Halbzeit war Abtasten, wobei wir mehr Spielanteile gehabt haben, sind dann auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, verdient mit 1:0 in der Nachspielzeit in Führung gegangen. Haben in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich jetzt eine klare Torschuss für Wartens zulassen. Haben dann in der zweiten Halbzeit durch eine Standardsituation, wo Wartens mit 4 Leuten vorn blieb ist, kurz angespielt, das 2:0 gemacht durch den Reitsch Michi. Und somit haben wir das Ganze dann trocken heimgespielt. Wobei, man muss schon sagen, Wartens hat schon Qualität. Sie haben dann mit vielen langen Bälle agiert. Da haben wir fast nichts zulassen. Wenn wir was zulassen haben, haben wir ganz hinten noch einen überragenden Ebner drinnen, der uns dann im Spiel hält. Für das haben wir auch. Und somit kommt da so ein Sieg dann eigentlich recht souverän zustande. Jetzt gibt es noch zwei ganz schwierige Auswärtsspiele, einmal nach Vorarlberg, einmal auf den Kunstrasen nach Neumarkt. Kann man jetzt schon sagen, ob die verletzten Spieler wieder zurückkommen oder ist das jetzt noch zu früh? Ja, wir haben ja nicht nur Verletzte, es kommt einmal fix der Nico Meyer zurück, der mit der 5. Gelben gesperrt ist oder gewesen ist. Dafür hat der Friedel Raimund die 5. Gelbe heute kassiert. Berlack müssen wir schauen, ob es wieder geht. Strauß Fabio ist jetzt ein großes Fragezeichen. Es wird wieder eine Rochade stattfinden. Aber man hat gesehen, man muss sich auch mit den Leuten, die heute gespielt haben, braucht man sich nirgends verstecken, nicht in Hardnet und nicht in Neumarkt. Und wir werden jetzt einmal uns sehr genau auf Hard vorbereiten, dass wir dort wieder mit 3 Punkten heimfahren. Super, Gratulation zum Sieg. Danke. Ja, einer der Stützen des Vereins hier bei mir, Gerhard Stöger. Du bist natürlich immer dabei bei den Spielen, aber was war heute los hier, 2:0 gegen Wartens? Wie sehr freust du dich über diesen Sieg? Ja, genial. Allein die Vorzeichen schon von der Mannschaft her mit den Ausfällen, was wir gehabt haben. Trotzdem in der Woche sehr konzentriert trainiert worden auf das Spitzenspiel schlechthin in der 14. Runde. Und wie die Mannschaft von der ersten Minute an angetreten ist, von der Ansprache vom Trainer her, von Marco Vujic kurz vor Spielbeginn, genial gelaufen. Und die Mannschaft hat Charakter gezeigt und vor allem auch die Ersatzspieler bzw. die Kaderspieler haben gezeigt, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Es waren doch einige verletzt, wie du sagst. War es auch ein Ziel des Vorstands, dass man vor der Saison sagt, ja, wir brauchen auch in der Breite her die richtige Qualität? Das ist seit Beginn des Vereines immer mein Credo gewesen, dass man nicht nur mit den ersten 11 eine Meisterschaft gewinnt, sondern mit dem erweiterten Kader. Das hat uns in der zweiten Klasse, in der ersten Klasse bis in die Regionalliga hinaufgebracht. Und heute, so wie wir da stehen, einer der Verletzten, der schon vor der Meisterschaft ausgefallen ist, steht vor mir mit Berlack, mit Meyer, mit Kircher, mit Straußfarbe, der nach einer Viertelstunde praktisch rausgekommen ist. Und trotzdem haben wir das Spiel nicht irgendwie, nicht glücklich gewonnen, sondern verdient gewonnen. Und das zeigt, dass wir nicht alles verkehrt gemacht haben. Heute waren wieder etliche Fans hier. Meiner Meinung nach war das Spiel neben den Rängen genauso gut wie das Spiel am Platz. Was sagst du zu den Fans heute? Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Genial. Der Verein im Ganzen ist eine Sonderklasse. Und wenn man als Regionalliga-Verein 500, 600 Zuschauer zu einem Auswärtsspiel mitnehmen kann,
dann weiß ich nicht mehr, wie viele andere Bundesliga-Vereine das auch noch von sich behaupten können. Und Stimmung genial, und das war unser 12. Mann, den wir heute auch irrsinnig dringend gebraucht haben, eben aufgrund der Ausfälle. Und die Mannschaft hat es aufgesaugt, hat vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit gleich gewusst, wie sie das Spiel entscheiden kann. Und das war natürlich auch ein großer Verdienst unserer Fans, die uns über 90 Minuten wieder toll gepusht haben. Super, danke fürs Interview und auch dir Gratulation zum Sieg.